geht ab, meine lieben Freunde, Eugen hier und sehr herzlich willkommen zum letzten WWE-Video. Ja, meine lieben Freunde, ihr habt es euch alle gewünscht, dass es einen zweiten Kampf gibt, einen Rückkampf beim Triple Threat gegen The Rock und Triple H. Was war das für ein geiles Englisch gerade von mir? Triple Threat, sehr gut auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute, ihr habt in die Kommentare geschrieben, ey, El Rille muss seinen Sohn stolz machen, er muss diesen Kampf einfach gewinnen. Bitte macht noch diesen einen einzigen Versuch. Und genau das, Freunde, werde ich auch machen. Ich habe euch entscheiden lassen, die Mehrheit war auf jeden Fall dafür, dass El Rille nochmal eine Chance bekommt. Viele haben geschrieben, stell die Schwierigkeit runter und so weiter. Aber das geht einfach nicht mehr. Es ist auf legendär und es kann nicht mehr runtergestellt werden. Aber ich habe mir für euch was einfallen lassen. Und zwar habe ich die Konter- und Reversal-Anzeigen ausgemacht. Das heißt, wir können unendlich viel kontern und alles Mögliche machen, wie wir wollen. Und ich muss wirklich sagen, letzte Folge, ne, ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, das war wirklich der krasseste Kampf, den ich jemals hatte bisher. Und ja, jetzt wird es einen letzten Versuch geben. Es ist wirklich der erste und letzte, den ich euch zeigen werde. Wenn ich danach noch einen zweiten machen sollte, bin ich die größte Missgeburt oder euch hier verarsche. Das ist wirklich der erste Versuch. Die Aufnahme läuft jetzt gerade 1 Minute 52 Sekunden. Das ist der letzte Versuch. Und wir werden jetzt unser Bestes geben und versuchen, El Rille zum Champion weiterhin zu halten und nicht zu verlieren diesen Kampf. Guck mal, Triple H kommt jetzt hier auch schon rein, Alter. Junge, Junge, das wird ein Kampf werden, Leute. Aber ein paar meinten, ich soll nicht versuchen, durch Pinfall zu gewinnen, sondern einfach durch Auszählen. Einfach draußen bleiben, aber das geht doch gar nicht. Oder ich fände das nicht richtig. Guck mal, das wäre quasi so. Okay, ja, als wenn man ein Fußballspiel mit Elfmeterschießen gewinnt, ja. Aber, ist auch nicht zu vergleichen damit. Aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Ich will lieber wirklich durch Pinfall gewinnen. Wir haben es letzte Folge fast geschafft. Und ich habe nochmal die 10 Attributpunkte. Viele haben geschrieben, ey, du hast noch 10 Attributpunkte. Gib die noch, bevor du reinstartest. Und genau das habe ich den Wrestlern gegeben. Und jetzt haben wir hier ordentlich nochmal Kraft aufgepumpt. Nochmal Schnelligkeit und so weiter. Und ja, um diesen Titel geht es jetzt heute hier. Das große Finale, Teil 2. Euer Rückkampf, den ihr sehen wolltet. Tut mir nochmal leid, dass gestern kein Video gekommen ist, Leute. Ich war gestern einfach mega am Arsch von Karneval gewesen. Ich habe so viele auch an Karneval getroffen. Mega korrekt alle. Und ja, Freunde, jetzt würde ich sagen, Ernie, halt die Fresse. Und konzentrier dich, Alter. Konzentrier dich jetzt. So, wir müssen ein bisschen den Sound lauter machen. Ich brauche Sound. Ich brauche den Sound, Baby. Ich brauche den Sound. So, let's go. Erster und letzter Versuch, Leute. Erster und letzter Versuch. So. Ey, Mann, jetzt wieder alles von vorne. Ihr wisst ja, letztes Mal unten die ganzen Lebenanzeigen, die waren komplett alle rot bei jedem. Das war zu krass gewesen. Oh nein, Alter. Scheiße. Hier, wir kontern, zack. Jawohl. Ich will auch gar nicht jetzt über andere Themen oder sonst was reden. Ich will einfach mich auf diesen Kampf jetzt hier konzentrieren, ey. So, Leute, let's go. Diese Woche wird es auf jeden Fall losgehen hier. Fortnite, Call of Duty wird nochmal kommen hier morgen, denke ich mal, oder übermorgen. Ich bin ja jetzt bei meiner, wenn ihr dieses Video seht, Leute, ich bin heute Abend bei meiner Freundin in Berlin. Nach einem Monat endlich mal wieder bei ihr. Ey, die letzte Zeit war einfach so stressig hier gewesen. Ich war viel unterwegs gewesen und alles, Leute. Okay, und jetzt halte ich meine Fresse. Jetzt halte ich meine Fresse, Leute. Ey, das ist der erste und letzte Versuch, ne? Wenn wir jetzt verkacken, dann haben wir verkackt. Und genau das wollt ihr nicht. Okay. Deshalb Schnauze halten. Konzentrieren, ey. Konzentrieren. Jetzt müssen wir kontern. Jawohl, stark. Ey, will der Rock mich verarschen? Boah, wir haben mal gekontert, wie schnell, ne? Was macht denn Triple H da? Der feiert sich richtig. Ey, jetzt kommen die beide auf uns drauf, ey. Was soll die Scheiße? Und jetzt chillen die da an der Ecke. Was machen die da? Guck mal, El Rille, das check ich nicht, ne? Wieso der schon direkt nach paar Attacken rausrollt und tot ist. Guck mal, ihr seht ja, der Schiedsrichter tut auch nicht zählen oder so. Es ist ja alles erlaubt, es sind Sachen erlaubt. Also kann ich gar nicht durch Auszählen gewinnen. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Das geht einfach nicht. Und so will ich auch nicht gewinnen. Oh, jetzt geht's ab. Oha, wie schnell der auf einmal sich umgedreht hat. Ich weiß nicht, wer von denen ist schwächer insgesamt? Wer von denen könnte man eher besiegen durch Pinfall? Ey, guck mal, El Rille. Jawohl, Alter, sehr stark. Sehr stark, sehr stark. Triple H ist sich auch gerade draußen am Ausruhen. Oh nein, wieder zu früh. Jetzt ist das geil, Leute. Jetzt wissen wir können die ganze Zeit kontern. Das ist schon mal eine gute Idee, die mir eingefallen ist. Ey, wieder zu früh wieder, ey, Mann. Aber wir haben alle wieder gleiches Leben ungefähr, ne? Ihr merkt ja auch, El Rille verliert jetzt langsamer sein Leben, weil wir hier... Das ist gut, dass er das macht. Jetzt können wir direkt wieder unsere Energie aufladen. 86% haben wir. Ey, warum die ganze Zeit auf uns? Diese Schweine, Alter. Diese Schweine, ey. Guck mal, die kommen beide auf uns drauf. Das ist doch Manipulation hier. Ey, greift euch doch mal gegenseitig an, ihr kleinen Schlappe. Ja, geht doch. Komm. Ey, guck mal, unser Leben, Mann. Triple H, das ist auch noch schon sein Signature. Ich fass es nicht, ey. Oh Gott, Leute, ey. Fuck, es ist auch mein letzter Versuch, Leute, weil es ist die letzte Chance auch, weil ich muss gleich in einer Stunde hier los meinen Zug bekommen und ich kann jetzt hier nicht nochmal so tun, ah, okay, komm, mach nochmal einen neuen Kampf. Nein, so bin ich auch nicht. Jetzt zeige ich euch direkt den ersten Versuch. Let's go. Oh nein, Alter, konzentrieren, warte. Komm.
So, in deine Fresse. In deine Fresse rein. So. Oh, ja, ja, ja. Jawohl, Alter, jawohl. Wir haben Signature, perfekt. Wir müssen ja auch noch einen Oh-mein-Gott-Moment ausführen, ne? Leute, denkt dran. Und 4-Sterne-Kampf brauchen wir. Wir haben jetzt schon 2,5 Sterne. Perfekt, Alter, perfekt. Ich glaube, jetzt verlieren die Gegner auch schneller ihr Leben, ne? Kommt mir so vor. Er wird 100% wieder kontern. Guck, das war ja klar. Ey, die sind so krass am Kontern, ne? So stelle ich mir auch die Schwierigkeit legendär vor. Nicht so wie sonst. Jawohl. Boah, wie wir den gepackt haben, einfach krank. Kranke Scheiße. Ey, nein, Alter, verpiss dich. Ey, direkt auf mich wieder drauf, ne? Dieser scheiß The Rock, Alter, du verdammter. Ey, ich will jetzt mal noch meinen Gott-Moment machen. Ey. Ich schwör's dir, ne? Die fucken mich gerade beide so ab, ne? Boah, ey, Triple H und El Rille rollt sich wieder raus, ey, boah. Jetzt bekommt er schon diese eine Chance, hier was zu starten und er verkackt einfach. Er verkackt. Er verkackt einfach, Mann. Komm, El Rille. Jawohl, The Rock und Triple H hat aber. Ich glaube, Triple H hat gerade einen Finisher gemacht. Ich habe das gar nicht so richtig beachtet. Oder was machen die da gerade? Wir müssen uns eigentlich The Rock packen. Der hat weniger Leben. Ich muss versuchen, Triple H irgendwie rauszuschmeißen vorher. So. Jawohl, sehr stark. Komm. Und jetzt schnell bei The Rock. Hallo. Pack dir The Rock und jetzt mach bei ihm den Oh-mein-Gott-Moment. Ey, und er kontert wieder. Das kontern die ganze Zeit, ne? Diese Schweine, Alter. Pack dir den jetzt. Jawohl. Und jetzt gib ihm den Oh-mein-Gott-Moment. Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Und er kontert den Oh-mein-Gott-Moment, Alter. OMG. Er kontert OMG. OMG. Er kontert OMG-Moment, Alter, ey. Und jetzt. Jetzt reicht's mir aber hier. Boah, da war stark die Attacke. Und trotzdem bleiben wir am Boden liegen. Komm. Aber ey, der Rock hat Finisher. Darauf müssen wir jetzt echt aufpassen. Nicht, dass er den bei uns macht. El Rille, Alter, du bist rausgesprungen. Du bist Akrobat. Du musst das überstehen. Steh jetzt auf, Mann. Oh nein, nicht zu mir, nicht zu mir, der Rock. Jawohl, Alter, fuck. Ey, guck mal, der Rock hat kaum noch Leben, Leute. Der hat kaum noch Leben, Leute. Wir müssen ihn zum Pin vollbringen hier, Alter. Komm, boah, das wird wehtun. Ja, klar, jetzt kontert er genau. Ja, klar. Boah, sehr stark. Guck mal, Shiri zählt gar nicht, Leute. Also, dass dieser Kommentar 200 Likes erreicht hat, begreife ich auch nicht so ganz. Boah, diese Treppe, ne? Die stille Treppe, ey. Oh, die tut gut, Alter. Die tut richtig gut. So, pack dir The Rock. Verpiss dich, Triple H, Alter. Geh mal mit dir. Ey, jetzt werden wir hier reingeworfen. Egal, soll die beiden sich erstmal draußen boxen? Triple H? Ja, natürlich kommt er jetzt zu uns, Alter. Natürlich. Warte. Ey, box den doch, Mann. Box den doch. Ey. Boah, wollte schon gerade sagen hier, ey. Meine Fresse, ey. Der Rock hat am wenigsten Leben, Alter. Wir können jetzt nicht hier uns um Triple H kümmern. Ja, klar, er kontert. Hier, in deine Fresse rein. Sollst du gleich bluten, ey. Ich will hier jetzt kurz einen Prozess machen, Leute, Alter. Ich will hier jetzt alle platt machen hier. Aber wir haben sogar schon wieder Signature. Hier, bevor wir den auseinandernehmen. Triple H wird aber jetzt auch ganz schön viel Leben. So, jetzt chillen wir erstmal ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen direkt bei The Rock. Nochmal hier, zweiter Versuch. Den Oh-mein-Gott-Moment. Jawohl, er kontert nicht. Zack. Und jetzt, komm. Ey, warum macht er den... Wo steht denn der Oh-mein-Gott-Moment? Ey. Ey, das check ich gerade nicht, ne? Wir haben Finisher und da steht nichts von Oh-mein-Gott-Moment, ey. Fick ich diesen Oh-mein-Gott-Moment, ey. Ey, und El Rille rollt wieder und er rollt und er rollt. Ja, ich lasse die beiden das Set mal auch mal machen müssen, Alter. Die ganze Zeit erstmal ein bisschen chillen, bis die zwei sich boxen. Und dann kommen wir. Ja, klar, er kontert sofort, Alter. Hier, ey. Was, hä? Ich packe mir jetzt einfach Triple H, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir hier. Dann kriegt er den Oh-mein-Gott-Moment. Ja, jetzt geht das auf einmal, ne? Jawohl, er kontert ihn noch nicht. Okay, die Aufgabe haben wir jetzt auch schon mal erledigt. Wir müssen jetzt gleich vor einem 4-Sterne-Kampf stehen. Okay, der hat kaum noch Leben, Alter. Perfekt. Wir haben sogar noch, glaube ich, einmal Signature müssen wir haben. Haben wir immer noch nicht. Scheiße. Mann. Oh. Ey, warum wechselt der mitten beim Laufen die Person, die ich anvisiere? Habt ihr das gesehen? Da stand da Triple H, dann wieder The Rock. Oh Gott, der Rock hat auch noch Finisher mal 2. Ja, ich will das nicht riskieren, Alter. Ich will das echt nicht riskieren. Ich gehe mal lieber schnell raus hier. So. Jetzt kommt er auch raus. Der hat Finisher mal 2, Digga. Finisher mal 2. So, okay. Digga, jetzt müssen wir das irgendwie packen, Mann. Wir müssen das packen. Jetzt kommt er wieder rein und direkt wird er so begrüßt von mir. 92%, sauber. Tritt ihn. Oh, habe ich schnell. Scheiße, scheiße.
er das finden. Er hat keinen Finisher versucht. Voll, sehr stark. Müssen wir ein bisschen unsere Energie aufladen. Gleich haben wir The Rock. Komm, schnell, gib ihm den Signature. Gib ihm den Signature. 4-Sterne-Kampf ist schon gleich da. Schnell den Signature. Schnell, 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 schnell. Oh, jetzt kommt Triple H, Alter. Triple Schwanz hier. Kriegt ihn nochmal raus mit dem Hund, ey. So. Ich werde es jetzt auf jeden Fall gewinnen. Ist mir scheißegal. Ich brauche hier keine Spannung erzeugen. Ich will einfach nur gewinnen, Leute. Einfach nur gewinnen. Eigentlich hat er jetzt schon kein Leben mehr. Triple H steht auch noch draußen. Komm, gib mir jetzt noch schnell einen geladenen Finisher und dann versuch den Pinfall. Steh auf. Boah, ey, fuck mich dieser Kampf hier ab, Mann. Jetzt geht noch kein Pinfall. Wir haben noch keine 4 Sterne erreicht. So, jetzt haben wir die 4 Sterne. Aber jetzt steht auch Triple Missgeburt auf. Schnell, jetzt mach den Pinfall, Mann. Ey. Ey. Du verdammter Glatzkopf, Triple H, Alter. Du kleine Missgeburt, ey. Fuck der mich ab, diese Missgeburt, ey. Du scheiß kleiner Wichser, ey. Sorry, Leute, aber... Ey, fuck mich ab. Ey, wenn er jetzt gewinnt, ne? Ich schmeiß den Controller in den Bildschirm. Ja, komm. Ich warte nur darauf, ne? Ich raste komplett aus, Mann. Ich will diesen scheiß Kampf jetzt hier gewinnen. Mein ganzer Bildschirm ist schon angerotzt hier von mir, ey. The Rock, steh doch mal auf und mach jetzt mal Finish. Oder irgendeiner. El Rille, erhol dich mal. Oha, da ist der Rock Bottom. Da ist er. Der wird aber nicht reichen, Alter. Triple H wird da rauskommen. Trotzdem. Sicher ist sicher. Piss dich, Alter. Verpiss dich, der Rock. Ey, und El Rille, du springst da wie so ein scheiß Pferd, Mann! Ey. Also langsam ist echt Schluss hier, ne? Langsam ist echt finito hier, ey. Boah, Leute, ne? Steh auf. Steh auf. Zum Glück haben wir unendliche Konteranzeigen. Das ist gut, Leute. Ey, das war jetzt sein Signature. Ich fasse es nicht, Alter. Oh Gott, ey. Ey. Oh mein Gott, ich hab gedacht jetzt... Ey, ich komme immer aus der kleinsten Rücke. Ich hab gedacht, jetzt verkacke ich. Ey. Boah, mein Herz gerade, ne? Boah, roll dich weg, roll dich weg. Lass die beiden Boxen an. Du hast Finisher, Triple H. Mach doch einen... Jawohl, da ist der Finisher. Oh mein Gott, jetzt müssen wir Triple H umknocken und dann der Rock pinfallen. Und er kontert. Sick the Regated, Alter. Pack ihn dir. Bam, Junge. Bam, bam, bam. Ach, bringt doch einen Schwanz, bringt das jetzt Pinfall hier. Guck mal hier. Aber ey, als ob die so viele Signature-Finisher überlegen. Ja, Shiri, dreh doch extra rund, du scheiß Manipulator. Ey, was war das denn? Ich hab gedacht, wir haben jetzt fast gewonnen, ey. Wo ist mein Basie, Alter? Hol mal den Basie her. So, wer kriegt jetzt auf die Fresse, hä? The Rock hat schon viel mehr kassiert, aber er hat noch zwei Finisher, Digga, wie viele Finisher hat dieser Hund, ey, hier, jawohl, er blutet. Triple H, ey, jawohl, Alter, jawohl, der rollt sich raus, Mann, jetzt rollt er sich raus, der Triple, ey, ich bin gerade kurz wieder vom Ausrasten, El Rille, Mann, lad deine scheiß Energie auf, gib ihm den Signature hier, sauber, komm. Der Rock wird noch ein bisschen liegen bleiben, Leute, jetzt müsste eigentlich der geladene Finisher kommen, dann müsste es das Ende sein, steh auf, Mann! Hey! Komm jetzt. Bitte, ey, der hat kaum Leben, Mann! Und jetzt steht der Rock auf, Alter. Jetzt steht der auf. Jetzt steht er genau wieder auf. Komm, pinfall ihn. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Shiri. One. Ey, wieder hat's nicht gereicht. Und wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Ja, klar, Alter. Komm, mach doch einen geladenen Finisher am besten bei uns. Ja, ich hab schon gerade versucht. Wenn er jetzt bei The Rock durchgeht, dann ist das manipuliert. Dann soll ich dieses Spiel in den Arsch. Hey Leute, ich bin so aggressiv gerade wieder, ne? Ich bin so aggressiv gerade wieder. Ey, wie sollen wir sonst gewinnen, Mann? Wir können doch die ganze Zeit draußen stehen bleiben und zugucken, wie die sich boxen, ey. Aber das ist eine Schmuchtelart zu gewinnen. The Rock hat einfach Finisher mal drei, mal drei! Ich dachte schon, jetzt gewinnt er, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier raus. So, jetzt sollen die mal machen, was die wollen, Alter. Ist mir scheißegal. Ich chill jetzt kurz. Ich will jetzt kurz chillen. Ich will, dass der einen Finisher den Triple H gibt. Der Rock ist komplett rot. Oh, jetzt geht's aber los hier. Komm, Triple H, mach dein Signature. Komm. Oha, ist das Finisher von The Rock? Nein, oder? Nein, ich will nicht so eine Schwuchtel stehen, ey. Auf keinen Fall. Komm, Junge, mach doch mal... Ey, jetzt geht's aber richtig zur Sache, ne? Schlagzeughammer. Jetzt reicht's. Komm, Triple H. Ey, die kontern sich hin und her, diese... Diese Zigeuner, Alter, ey. So, und jetzt bleibst du hier, mein Lieber, The Rock. Hä? The Rock, hä? Was, du Stein, hä? Es regnet Steine für dich. Komm, pinfall ihn jetzt, pinfall ihn. Dein Körper ist komplett rot, er ist gelähmt. Er ist gelähmt!
Ja, der kommt schon bei 2 sofort raus. Also auf legendär, wenn er das schafft zu gewinnen, Mann, der hat die größten Eier, Mann. Wirklich. Ich schlag den jetzt einfach mit dem Basie, Alter. Der Basie haut rein, Mann. Der Basie haut rein. Scheiß auf die Basie, hol mir doch die Plaisie. Jawohl, jetzt liegt er wieder. Schmeiß die Scheiße um. Triple H ist sich gerade auch wieder am regenerieren. Okay, wir machen aber in der Zeit nochmal schnell einen Signature bei The Rock. Wenn ich kontern, so. Jetzt kommt Triple H rein, er kriegt eine Bombe von mir und dann gibt's einen Laden Finisher. Ach, guck mal, El Rille, Alter, du kleine... Ey, das ist eine kleine Schwuchtel, ne, wirklich. Also El Rille ist eine kleine, verdammte Scheißschwuchtel, mehr nicht. Wirklich. Er soll diesen Kampf von mir aus jetzt verlieren, also ich reg mich komplett auf über den, ne. Und das ist echt lächerlich. Einfach nur, ja, jetzt kontert er, jetzt werde ich rausgeschmissen. Komm, gib mir jetzt noch einen Kopfstoß und wie sehen den sie dann? Hier, fliegt auf ihn drauf. Spider-Man! Ja, packt jetzt den Rock. Ja, super, wir haben keine Energie mehr, keine Kraft mehr für den Finisher. Komm, komm, schneller, 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 schneller. Ja, dann ist der kontert auch noch mein. Oha. Was geht denn jetzt ab? Was macht er da für Moves, Mann? Ist der eine Ballerina geworden? Triple H, ja, Leute, Alter, das ist wieder... Ein unendlicher Kampf hier, Alter. Unendlich, ne? Ich glaube, jeder Kampf wird hier so spannend. Ey. Boah, der Hammer, Alter. Der Schlagzeughammer, ey. Der Schlagzeughammer. Schlag ihn doch. Schlag ihn doch, Mann! Ey, dieser scheiß Hammer. El Rille hat keine Kraft, um den verdammten Hammer hier zu bedienen, ey. Ja, komm, Alter, komm. Das ist das Ende, wenn uns jetzt Pin folgt, ne? Jawohl, wir haben verloren, Alter. Wir haben verloren, ey. El Rille, steh auf, Mann, bitte. Ich will nicht gepinfolgt werden, nein. Ey, das ist... Ey, das war wieder so schnell, Alter! Was ist das denn? Ich hab gerade fast verkackt. Ey, Digga, Mann, ich muss diesen Kampf hier gewinnen, Mann. Ich will hier gewinnen, ey. Warum die ganze Zeit auf mich, hä? Warum die ganze Zeit alle auf mich? Ey. Du hast 3 Finisher, du scheiß verdammter The Rock mit deinem Eierschädel aller Vincent Company da hinten mit deinem Kopf, ey. Aber das war der Finisher bei The Rock. Und dann Rille taumelt da die ganze Zeit, ey. Kick den runter, jawohl. Und jetzt gib hier den The Rock den geladenen Finisher. Ey, da muss es das gewesen sein. The Rock ist am Ende. Ey. Jawohl, jetzt. Also wenn wir jetzt nicht gewinnen, Leute, ne, dann ist vorbei. 5-Sterne-Kampf. Der Triple H hat dem einen Finisher gegeben. Wir haben den einen gegeben. Er kann nicht rauskommen. Nicht. Ey. Ich hab gedacht, das war's jetzt, Alter. Also, Leute, es ist wirklich... Ich raste gleich so komplett aus, ne. Ey, wie lange der braucht mit dem scheiß verfickten Schlagzeughammer, ey. Oh, er wollte bei uns wieder einen Finisher machen, ne? Ja, Zigeuner, ey. Ja, der Rock ist echt am Ende. Der ist am Ende, ne? Der ist echt am Ende. Und El Rille auch, Alter. Ey, er springt da wieder wie so eine Ballerina, Alter. So eine kleine Schwuchtel, El Rille, ne? Oh, yo, Gott, Alter. Oh, Gott. Pinfolgt er uns jetzt wieder? Oh nein, jetzt rollt er sich wieder raus, Alter. Ey, wenn der Rock das jetzt hier nicht überlebt, ne, der hat gerade auch überlebt. Leute, das ist ein ewiges Hin und Her, Mann. Ey, das kann nichts werden hier, ey. Oh Gott. Oh nein. Oh nein, er will ihn zum Aufgeben zwingen. Aber das sind die Arme. Die Arme sind bei The Rock perfekt. Wenn er das nicht schafft, dann können wir dich am Arsch lecken. Alle. Wirklich. Das sind deine verdammten Arme, The Rock. Voll. The Rock ist am Ende. Der ist am Ende. Triple H und jetzt schmeißt du den raus. Oh nein, er kontert wieder, ey. Er kontert schon wieder, ey. Ja, wie schnell, Alter. Nur geht's noch schneller, du hässlicher Vogel, ey. Ich komm jetzt erstmal ganz gechillt. So. Pack mal jetzt den. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Pack dir den. Ey, warum hat der so eine scheiß Faust ausgeholt? Ich hab den mit Kreis rausschmeißen wollen. Und er macht so, als ob der sich schlagen will. Ey, ey, nein, 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 ey, so werde ich nicht verlieren, so werde ich nicht verlieren, durch Aufgeben. Ich werde nicht durch Aufgeben verlieren, ich nicht, ich nicht. Digga. Alter. Ich habe keinen Bock mehr, ne? Dieser Kampf soll jetzt enden, guck mal. Ey. Leute, mehr als die ganze Zeit Finisher, das ist schon der, wie viel der gefühlte Finisher... Es ist einfach unglaublich, da. Es ist einfach unglaublich, Mann. Ey, komm, bitte jetzt, bitte. Ey, es ist vorherbestimmt, dass man das nicht gewinnen kann. Unmöglich. Also, wer das schafft, Respekt. Jetzt kontert er auch noch mit seinem Finisher mal 3. Ist auch dumm von mir, dass ich da einfach rauskomme. Aber er pinfolgt uns direkt. Ey,
Ey! Oh mein Gott, Alter, ich bin fast wieder nicht rausgekommen, ne? Also ich mach's echt spannend, Leute, Mann. Ich hab gekontert, ich hab gekontert. Ey, was guckt dieser Bastard von Triple H da so zu und feiert sich, ey? Manipulierte Dreckscheiße hier, ey. Der ganze verdammte Kampf ist manipuliert, ey. Ja, klar, das werden wir rausgeschmissen, Alter. Wie beim Royal Rumble, kennt der Rille auch nicht anders, ey, so rausgeschmissen zu werden. Ja, jetzt geht er rein, jetzt merkt er, oh, der ist alleine, jetzt können wir uns... Ach komm, ey, Leute, Mann, also... Also ich bin echt kurz davor, komplett auszurasten, ne, wirklich komplett. Aber richtig komplett. Ey, ich drehe hier gerade echt am Rad, ne, ich drehe echt am Rad. Warte, ich dachte schon, der hat jetzt aufgegeben, der Rock, ne? Ey, wie lang soll dieser Kampf gehen? Ich glaube, das ist ein Fehler vom Spiel, ne? Schreibt mir in die Kommentare, wer es von euch geschafft hat auf Legendär, ey. Steh doch auf, du verdammte Schwuchtel, El Rille, Alter. El Rille ist für mich einfach eine männliche Schwuchtel geworden, wirklich. So, der Rock, du hast 3 Finisher, jetzt mach doch mal einen von denen, bitte, mach doch mal einen. Ja, jetzt kommt er auf mich wieder, hä? Ach komm, ey. Ich geh mal ein bisschen in Basie. Aber das bringt ja alles nichts. Er weicht sofort aus. Ja, guck mal, El Rille ist einfach eine Schwuchtel. Guck mal, wo der hinschlägt, Alter. Er hat's nicht drauf. Er hat's nicht verdient, diesen Titel zu verteidigen, Alter. Ohne Witz. Ja, komm, jetzt werden wir durch aufgeben, verlieren. Bitte, komm. Wer? Hier, Alter, nicht von mir. Rope Break, Alter. Schwanzbreak. Prison Break. Ich entkomme mir. Oh, ich hab da stand entkommen. Ne? Und jetzt, guck mal, die beiden feiern. Komischerweise macht er das nur, wenn ich am Boden liege, ey. Triple H, so kleiner Wichser, Alter. Ey, meine Güte, fuckt er mich ab. Ich bin so aggressiv auf dieses Spiel, ne? Die feiern sich da so ab und das ist alles manipulierte Scheiße, ey. Da guck mal, jetzt werde ich gepinnt vor. Wenn ich jetzt verliere und Triple H schildert da seine Eier. Ey, das ist so lächerlich. Guck mal, was der da macht. Den juckt das gar nicht, ne? Ey. Oh, jetzt auf einmal, ne? Jetzt auf einmal. Ey, sehen die Fans das nicht, ey? Warum werde ich denn jetzt wieder hier aufgehoben, Mann? Alter. Ja, und der Rock kontert Triple H Finisher, Alter. Also. Ja, klar, es nimmt uns das noch ab. Oh, es ist der Rock, es ist der Stein. Ja, komm, hier, du Stein, Alter. Ey, guck mal, El Rille, was für eine Schwuchtel. Er kann nicht mal vernünftig treten, Alter. Ja, komm. Komm, El Rille, verreck bitte. Alter Schwede, ey. Ja, Pinfall. Ja, es wird unendlich weitergehen, Leute, Alter. Unendlich, unendlich. Der Kampf macht absolut keinen Sinn für mich, ne? Absolut nicht. Absolut nicht. Ich check diesen Kampf. Es ist so schwer, ne? Es war gerade wieder mega spannend, natürlich, aber es ist einfach zu schwer, ey. Ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes. Ihr seht es ja schon, Leute. Was soll ich mehr machen, außer das, was ich jetzt hier gerade tun, Fisch? Was soll ich mehr machen? Sag mir das bitte. The Rock, du hast 3 Finisher, du dreckiger Zigeuner, Alter. Boah. Hier, halt. Hau die beide um. Hau die einfach beide. Hau die einfach beide um, ey. Hau die... Einfach beide. Ah, er nimmt uns das wieder ab. Oh, ich bin Triple H. Ja, voll stark, El Rille. Komm. Ach komm, jetzt habe ich wieder Signature Finisher. Jetzt wird wieder gekontert. Oder nee, es wird doch nicht gekontert. Oh doch, es wird gekontert, Leute. Ja, komm. Jawohl, stark der Triple H. Triple H. Jetzt können wir nicht mal mehr kontern, weil unser Bauch einfach gefickt ist. Das rote Zone, als ob ich in eine Dings-Einbahnstraße reinfahre. Jawohl, zieh uns und jetzt Pin vor uns. Komm. Wir können nicht mal mehr kontern, ne? Das heißt, wir können den Pinfall nicht abwehren. Wenn er uns jetzt pinfallt und der Rock ist nicht im Ring, ist vorbei. Jetzt können wir wieder kontern. Okay, jetzt können wir wieder kontern. Boah, Leute, Alter. Ich krieg Kopfschmerzen von diesem Kampf. Ich krieg einfach Kopfschmerzen, ne? Ey. Jawohl, Andy, komm, mach doch mal jetzt hier einmal euren Finisher. Jawohl, da ist der Finisher. Aber wenn jetzt Triple H durch Pinfall gewinnt bei der Rock, ne? Dann weine ich, Alter. Jetzt liegen alle 3 auf dem Boden, Alter. Wird durch nur gegenseitig einen Blasen alle? Ey. Was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab zur Hölle, Alter? Ich schwör's dir, ne? Das ist der behindertste Kampf aller Zeiten, ne? Ich bin so auf 180, ne? El Rille, der steht einfach nicht auf. Wir haben keinen Signature, wir haben nichts. Am besten... Schwanz, Alter. Schwanz, hier. Ey, wo El Rille, also ist echt am Arsch, Mann. Ich schwör's dir, glaub ich, der Gehirnerschütterung bekommen, ne? Klar, wieder auf uns, ey, du kleine dreckige Schwuchtel, ey. Ja, komm, roll dich raus, du kleine Schwuchtel, Alter, El Rille, ey. Kleiner Schlappschwanz. Roll dich raus, ey, roll dich bloß raus, komm. Oh, ist das mal jetzt ein Finisher von The Rock? Nein, immer noch nicht. Der hat immer noch 3 Finisher, ey.
mit seinem scheiß Tattoo da, Alter. Boah, Leute, ich bin so aggressiv, es tut mir leid, ne? Aber über sowas die Nerven bewahren kann, weiß ich auch nicht mehr, Alter. Das ist doch lächerlich. Dieser Kampf ist einfach lächerlich. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Wie machen wir das jetzt? Jawohl, endlich mal der Signature und jetzt gib ihm mal einen Finisher. Komm, gib ihm mal jetzt auch einen Finisher, bitte. Gib ihm auch mal einen Finisher jetzt, komm. Nicht Pinfall. Oh, jetzt wieder ein Pinfall, Alter. Oder doch nicht, komm. Jetzt komm, bitte, bitte. Warum macht er nicht den Finisher? Egal, ich lass die erstmal boxen. Warum kommst du jetzt auf mich, hä? Warum kommst du jetzt auf mich, The Rock? Warum, warum? Sag mir bitte, warum, bitte. Schau jetzt Triple H hier mit dem Basie. Hau drauf, hau drauf. Bis er kein Leben mehr hat. Bis er kein verdammtes Leben mehr hat, Alter. So, genau so. Jetzt packt er The Rock von... Ja, auf einmal rollt er sich weg, The Rock, Alter. Hier. Bam, was ist das für ein Zeichen? Ist das ein Zeichen, dass wir den Pin fallen sollen? Bestimmt nicht. 85%, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich mehr machen soll hier, ne? Ich gebe mein Bestes, ihr seht's. Ja, jetzt kontert er zweimal, Alter. Zweimal hintereinander. Aber das kann auch nur The Rock. Wird eh nichts bringen. Sinnlos, die Spiellogik. Ne, diese Spiellogik ist so sinnlos. Er hat drei Finisher, ein Signature. Nutzt einfach nichts davon. Nichts. Der Kampf geht schon wieder so lange, Alter. Ich muss gleich meinen Zug nehmen, Alter. Dieser Kampf geht 150 Jahre, Mann. Oh, jetzt mal wieder ein Signature. Ja, aber kein Finisher, ne? Finisher geht nicht, nur Signature. Ja, komm. Oh, jetzt macht er... Oh, das ist jetzt unsere Chance, Leute. Okay. Okay. Jetzt. Jetzt Triple H, pack ihn dir. So, jetzt eigentlich, wenn jetzt noch ein Finisher kommt und wenn der Rock nicht vorher aufsteht, dann ist es das Ende. Dann muss es das Ende sein. Wenn nicht, dann soll ich das Spiel am Arsch stellen. Dann gebe ich jetzt freiwillig auf. Ja, er wird nicht aufstehen. Guck mal, der hat gerade einen Finisher von The Rock Signature bekommen. Jetzt von mir Signature Finisher. Was soll man denn noch machen? Was? Komm. Ja! Bam, Alter! Wir haben es geschafft! Boah, Leute, ey! Was eine Erleichterung! Ich fick mein Leben, Alter! Ich fick mein Leben, ey! Aber es wurde doch mal Zeit! Ein Finisher Signature The Rock, dann von uns! Das ist das Ende, Mann! Wir haben es geschafft! Korrekt! Das ist nicht wahr, Alter! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, ey! Wir haben es geschafft, ey! Boah, Leute, mein Kopf explodiert gleich, ne? Wer hat noch an uns geglaubt? Seid ehrlich, wer hat an mich geglaubt? Wer hat wirklich hier an mich geglaubt, dass wir das schaffen können, Leute? Wer hat daran geglaubt, ey? Meine Güte, ey. Und da kommt der Rock. Was will er? Er war noch am Blutnutziger. Na, Champ, gib Flosse, mein Bester. Das hast du gut gemacht heute Abend. Richtig gut. Hast du nicht gesagt, dass wir keine Freunde sind? Du redest hier mit The Rock. Meinst du etwa, sein Ego kann sich nicht von ein paar kleinen Blessuren erholen? Komm schon. Hey, du hast dich ebenfalls gut geschlagen. Fühlt sich mies an, The Rock besiegt zu haben. Du warst scheiße. Hey, du hast dich ebenfalls gut geschlagen. Hey, stell das Licht nicht so runter an der Scheffel. Du hast dich ebenfalls gut geschlagen. Stimmt, aber nicht so gut wie du. Dem Sieger gehört die Welt, nicht wahr? Außerdem, wenn es jemanden gibt, gegen den The Rock guten Gewissens bei WrestleMania verlieren kann, dann bist das ja wohl du. Und er ist froh, dass du es warst. Aber, da diese Sache langsam ihr Ende findet, kann The Rock sich endlich anderen Dingen zuwenden. Das war sein letzter Kampf, aber es erleichtert ihn sehr, dass der Titel jetzt in den richtigen Händen ist. Viel Glück und danke für alles. Schwing deinen Arsch zurück nach Hollywood, Filmsternchen. Ja, Mann. Film deinen Arsch, deine. Ich gehe in deinen Sonnenuntergang. Abschiedsrede lässt du nicht nehmen, was? Schwing deinen Arsch zurück nach Hollywood, Filmsternchen. Der letzte Vorhang fällt oder was auch immer. Genau das hat The Rock auch vor, mein Bester. Schließlich fangen bald die Dreharbeiten zu einem neuen Film an. Vielleicht lädt er dich ja zu der Premiere ein. Ja, Mann, das wird korrekt. Der Rest liegt jetzt an dir, mein Bester. Du musst weitermachen, wo der People's Champ aufgehört hat. Die Fans da draußen, die sind das Wichtigste. Sie geben dir die Gelegenheit, wirklich großartig zu sein. Tu ihnen einen Gefallen, zaubere ihnen ein Lächeln auf die Lippen, bring sie zum Lächeln, unterhalte sie, denn genau deswegen sind sie ja hier. Und eines darfst du nie vergessen, The Rock ist stolz auf dich. Wir sehen uns. Ja, Freunde, das hier ist unser Abschied aus der WWE. See you again. El Rille hat es nochmal geschafft. Er hat es geschafft, sich gegen The Rock und Triple H durchzusetzen. Ihr wolltet es so sehen, Leute. Und jetzt ist es endgültig das große Finale gewesen. Das Ende. Hier seht ihr ihn rausstolzieren. El Rille, euren WWE-Champion. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit, Leute. Jetzt kommt die letzte Rede. Obwohl es eigentlich schon vor zwei Folgen die letzte Episode war. Aber es gab ja noch dieses WrestleMania, dieses entscheidende Event. El Rille, man sieht es ihm förmlich im Auge an. Er ist traurig und glücklich zugleich. Er hat seinen Sohn glücklich gemacht. Er hat das geschafft, was er schaffen wollte. Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, es ist wie gesagt kein Abschied. Euer Öni, euer El Rille verabschieden sich.
Scheiße, Alter. Willst du schon gehen? Ja, ich bin für heute fertig. Ich bin für immer fertig. Wir sehen uns im nächsten WWE-Jahr wieder, Leute. Ach, das ist echt traurig gerade. Echt traurig, Leute. Aber wir werden uns wiedersehen. El Rille verabschiedet sich mit dem Titel, Leute. Es war ein krankes Game. Ein krankes Game. Nehmt doch mal so ordentlich den Like-Button auseinander. Ich will mich sehr über 10.000 Likes freuen. Euer Rille Peter verabschiedet sich. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.